I don't get it. A wild Kleinstein appeared. I don't get it. Warum hat das nicht getriggert? Oh. Ey, wie, du Kackvogel, bist nicht tot? Scheiße, Bastard. Verwirrt. Oh, ein Giraffarik. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte Tackle behalten. Nice. Kann diese verblödete Giraffe mal drinnen bleiben? Gleich ist sie tot, wenn die nicht drinnen bleibt. Alter, ich fick dein Leben, du blödes Kackvieh. Was haben wir denn noch? Ein Primärball, ein Fensterball. Oh, ich hab noch Flappe. Rein da jetzt, sonst bist du gleich tot. Besser für dein Gesicht. Alter. Ist ja fast so schön wie das Schuss. Ja. Aus dem Untergrund. Das dumme Drecksvieh. Hm. Kanntest du Girafalk noch nicht mal? Falls nein, dann bin ich jetzt enttäuscht, weil Girafalk gibt es seit der zweiten Gen. Nämlich Luxtra das Item weg. Klingt irgendwas Interessantes. Achso, Alter. Na gut. Wow. Oh wow, ich hab keine. What? Ich brauche unbedingt Tränke. Hier ist irgendwas. Uhr und draußen ist düsterer wie ein Bärenarsch. Los, kämpfe mich. Hey, das ist ein Arschloch. Weiß ich noch nicht. Kommt halt drauf an, ob ich. Kommt halt drauf an, wie ich Fußball gucke. Okay, du hast 8 bis 8.
18 Uhr Uni. Ich schau mal. Entweder streame ich zum Fußball schon. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt die zweiten Liga, sondern halt ab 15:30 Bundesliga. Und guck mir dann hier halt erst die Konferenz an und dann und dann später das Topspiel mit Hertha. Oder ich komme erst zum Topspiel online und guck nur hier Hertha. Oder ich komme erst nach dem Spiel online. Das weiß ich noch nicht. Aber gut zu wissen, dass du erst gegen 18 Uhr zu Hause bist. Oder dann wahrscheinlich erst gegen 19 Uhr. Ich weiß ja nicht, wie lange du zur Uni brauchst. Oder ob du Online-Uni hast. Hängt natürlich auch ein bisschen mit zusammen, wie lange ich morgen schlafe, ne? Und wie lange ich heute mache. Kriegst ja sowieso eine Benachrichtigung, wenn du die App hast, ob ich online bin oder nicht. Also, wenn... Kühnheitsufer. Das wird eigentlich erst später interessant. Mel, dein Freund! Ich bin so ein Arschloch. Ich komme so in die Hölle. Nur alleine, was ich alle Leute mobbe. Und ich bereue nix. Das hässliche Ding. Mel, dein bester Freund! Ich dachte immer, das ist dein bester Freund. Wie redest du mit ihm? Oh, was? Aha. Also Mel, ne, du enttäuschst mich jetzt ein bisschen. Was soll ich hier nur tun? Ich hab tatsächlich geschafft, was... Ja, Mel, du und... du und Bidi Fass, ne? Das ist eure Melodie. Besser. Ja, ne? Du und Bidi Fass, ne? Best Friends und so. Das ist aber schwierig. Solange meine Pokémon noch im Arsch sind. Hallo. Wow. Alter, das war so die Weisheit des Tages da. Ist der dumm? Da ist ein Pool. Ja, Mel, zieh Bikini an und spring rein. Pokémon auch eine Film. Das ist ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen und ich bin dabei. Du kannst erreichen, was immer du dir vorne. Mel! Mel! Ein Gengar! Mel, ein Gengar! Mel, ein Gengar! Ciao, ich bin der Projektleiter. Du arbeitest dran. Deine Pokédex zu verstehen. Habe ich recht? Ist schon klasse. Das ist schon mal. Ja, mach ich Arschloch. Haben die nicht mehr hier? Habt ihr Schweinewichser nicht mal ein schönes Item drin für mich versteckt? Ihr seid so eine Hohn. Ihr seid so eine HS. Hier irgendwie eine Möglichkeit, meine Pokémon zu. Ja, ich werde mal. Ja. Aha.
Ja. Das, was ich brauche. Gengar! Ja, mein lieb Gengar. Wuhu! Ja, hab ich. Können wir gerne machen, Mel. Am besten hier eins von der Dark Picture Anthology. Das wäre bestimmt lustig, wenn wir das machen. Wieso? Dann wieder ist der. Den gibt es hier wirklich. Achso. Lol. So. Gleich ein Pokémon gefickt. Mädchen, in welcher Traumwelt lebst du? Es gibt keine Ritter auf Erden. Es gibt nur Arschlöcher. Und ich zähle mich dazu. Ich bin auch ein Arschloch. So, welches Pokémon darf ich zuerst ficken? Deins? Ah, hier. Also, ich sag doch, jetzt ein Pokémon gefickt. So gleich drei. Oh, das wird geil. Was? Ich sag doch, ich komme in die Hölle. Aber hey! Ich bin da schon seit Jahren drauf vorbereitet, in die Hölle zu kommen. Ich hab sogar gute Pokémon. Erstmal zwei bei den Angriff um zwei Stufen gesehen. Oh mein Gott. So. Bis. Und Nahkampf. Stirb, du Stinktier! Du Stinktier, du! Oh, geil, Melk. Geil. Will ich auch haben. Nehme ich auch. Bitte für mich auch ein. Was geht ab, mein Junge? Ronny! Was geht ab, Ronny? Mein bärtiges Freund. Mein bärtiger Freund. Ja, sonst spiel ich mehr. Machen wir mal. Machen wir. Ronny! Da sah er mich gerade so an. JD! Tag! JD! Tag! JD! Tag! Ich finde Dr. Cox am besten. Sie hat Cox gesagt. Ich bin so im Wasser. Aber jetzt ist das hier Dacher. Genau so, Ronny. Ja, er war auch schon gut, Dr. Cox. Die Serie, zumindest die Originalserie war schon geil. Let's have a fight, bitch! Was? Ich höre mal kurz eine Sprachnachricht ab.
Nice try mal mit dem. Aber er hat, wir haben alle einen Cooldown. Oder alles hat einen Cooldown. Alles. So. Und ihr müsst mal einen Gefallen tun und mit dem Command ein bisschen aufpassen. Das Problem ist nämlich, benutzt den Command zu viel oder je kann es passieren, dass mir YouTube dann später Ärger macht. Mit dem Command, ja, das fuckt so ab. Meryl lebt ewig. Hey Ronny, ich hab grad gelesen auf Discord. Warum? Was ist los? Falls du noch da bist. Muss ich schon wieder jemanden für dich verprügeln? Ich hab einen Affen verdroschen. Eine Sache, auf die ich nicht unbedingt stolz sein sollte, wenn es sich dabei nicht um ein Pokémon handeln würde. Die haben im Endeffekt sogar einen Vogel verdroschen, der von einem Vogel verdroschen wurde. Was habe ich ihnen denn beigebracht? Dass ein Affe von einem Vogel verprügelt werden kann? Gutes Essen hebt meine Laune auch. Also da fühle ich die Frau. Schnösel! Ach Gottes Willen! Ich finde den Lady besser als Schnösel. Wer in drei Teufelsnamen hat sich das ausgedacht? Du Schnösel ist für mich immer eine Beleidigung. Ja, ich finde es so lustig, dass ich erst bei deren Angriff um 2 Stufen senke. Verabschiede dich von einem Steinbaum und einem Fakebaum. Wie? Du Hund. Du blöde Kuh. Aha. Was haben wir uns denn bestellt, junge Dame? Hä? Ich bin neugierig. Tell me, was hast du dir bestellt? Immer dieses DHL-Boot in die Klinge. Das ist der Vorteil von Paketstationen. Eigentlich hast du nur verpasst, als ich gesagt habe, benutzt den Command Sexy Moment nicht allzu oft. Gespannt ist. Also kein Amorelie-Adventskalender. Das ist aber richtig spannend. Nee, da ist nur so. Warte ab, in 10 Jahren gibt es einen Türe-Adventskalender. 10 Jahre gibt es da die Türe-Adventskalender. Da sind der Karte mal mit blödesten Gesichtsausdrücken drin. Ich labere echt zu viel Stoss in meinem Leben. Weil du gegen den zukünftigen Champ kämpfst. Und ganz ehrlich, der zukünftige Champ macht aus jedem Sushi.
Veteran Emagel und Göre. Du Rotzgöre, du! Die alte Rotzgöre, die! Ich sag euch, komm so in die Hölle. Und ich bereue nix. Also ich gebe doch, ich gebe genug Sachen, die ich bereue. Mach alle. Mein Papyro entwickelt sich bald zu Panferno. Und dann fick ich erst recht alles. Oh, ich weiß, was ich... Ich bin so ein Hut. Hey, wenn ich in 10 Jahren so ein Tyra-Adventskalender... mache. Ist extra in deinem am 24. Türchen ein Bidiza oder ein Bidifas Foto drin. Ich bin so ein Monster. War noch mit dabei. Ja, und? I am a bastard. Diese Sprache nicht. Ja, bin ich wirklich. Ich hab keinen Bock auf Uni. Fühl ich. Fühl ich.
fühle ich. Ich habe keinen Bock, Dienstag zu arbeiten. Dum, dum. Ja, schau, ich hab's alle besiegt, krieg ich jetzt was geschenkt? Natürlich nicht. Wirklich, dann mach ich mir die Arbeit, die alle zu zerlegen, krieg nicht mehr was geschenkt. Vor allen Dingen, ich frage mich eins. Wo ist die Küche? Hey, mach mal einen Pokémon-Fit. Danke. Besser. Item. Ich kann noch glänzen. Ich sag hier jetzt nicht, dass ich für mich, dass ich sie einfach zerlege. Guck mal, Mel, dein bester Freund. Ich bin so ein Arschloch. Ich glaube, ich krieg sogar mal hin, nach 12 Jahren, dass mich Mel hasst. Boah, juckt es mal. Da kommt ein Biberbutzemann in unserem Haus herum, bidibum. Ich will nochmal kurz eine Sprachnachricht ab. Moment.
Nee, ich habe Sprachnachrichten abgehört. Alles gut, ne. Mel, was du gerade getriggert hast mit dem Essen, ne? Das ist ein Insider. Da müsste Clarifü hier sein, dann bin ich ja gerade unterwegs. Nein, dein Schwimmreifen ist nicht. Du kannst auch versuchen. Hä? Wie kommst du jetzt darauf? Hä? Naja, ist gut. Stimmt, fass mal, hab ich. Ja. Müssen wir. Oder können wir. Dürfen. Hast du Laute gemacht? Kann sein, ich bin gerade irgendwo mit der Maus hängen geblieben. Alter, Mann! Jetzt die Frage: Was habe ich lauter gemacht? Ah, ich habe bestimmt den Spielsound lauter gemacht. Alter, haben die hier eigentlich immer ein und das gleiche Pokémon? Dreimal? Und der hat noch das andere Schalalas. Schalalas. Schalalalalalas. Aber wenigstens triggerst du nur den Sound-Command. Mel und Drago haben... Mel und Drago haben eine Zeit lang mich immer mit meinem Sound-Command gerne erschreckt.